Guten Tag an alle. Ich möchte alle begrüßen, die sich bei uns angemeldet haben. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir diese Stunde richtig investieren und wir werden etwas lernen. Was haben wir heute vor? Wir haben iSCSI Failover mit MPIO, also wir möchten zwei Ethernet verwenden für zwei Pfade. Und als Beispiel zeigen wir heute ESXi4.1 Server. Um alles zu checken, ob Benchmark tatsächlich wird, ob Performance wird sich verbessern mit MPIO, wir möchten Windows 2008 virtuelle Maschine testen. Die Maschine wird in ESX Host ausgeführt. Okay. Ich möchte zuerst unsere Konfiguration zeigen. Also für iSCSI Failover, dann haben wir klar zwei OpenE Server vorbereitet. Auf linke Seite, dann haben wir einen Server mit vier Netzwerkkarten und identisch oder fast identisch Server auf rechter Seite auch mit vier Netzwerkkarten. Um einfach zu merken, dann haben wir die Karten so konfiguriert, dass die sind 192.168 und dann Subnet 0 für die ETH 0, dann Subnet 1 für ETH 1, Subnet 2 und Subnet 3. Also die letzte Karte ist für Volume-Replikation verwendet. Also hier haben wir kein Switch verwendet. Es ist direkt Point-to-Point. Es ist recommended, solche Verbindung zu verwenden, weil in solchen Fall trotz Switch-Fehler oder beide Switches-Fehler Verbindung zwischen beiden Systemen besteht und es wird keine nötige Failover ausgeführt und Systeme können beide noch weiter kommunizieren und wenn es erste System irgendwie zugegriffen wird, dann kann man auch noch auf zweite replizieren. Was ist interessant hier? Wir haben jetzt zwei Karten, die für die Storage-Zugriff verwendet sind. Und wir haben zwei virtuelle IP-Adresse. Damals, wenn wir haben gezeigt iSCSI Failover mit ESX, dann haben wir nur ein virtuelle IP-Adresse verwendet. Und unsere ESX-Server, das kann auch andere. Das kann auch Windows 2008 oder Xen Server oder irgendwie Linux Server. Damals hat nur eine virtuelle IP-Adresse für ganze Cluster verwendet. Dieses Mal wir werden zeigen, dass mit zwei virtuellen IP-Adressen. Es ist klar, da kann man auch mit drei oder mit vier machen. Es ist nicht verboten, das kann man auch verwenden, wenn es muss sein. Also, als wir zwei virtuelle IP-Adresse haben und wir verwenden MPIO, dann klar, wir werden erwarten, dass nicht nur Zuverlässigkeit steigt, aber auch Performance. Also tatsächlich in solcher Konfiguration, wir können messen 200 oder sogar ein bisschen mehr als 200 Megabyte pro Sekunde. Mit Streaming, klar. Also wir haben zwei IP-Adresse und zwar auf ETH 1 und ETH 2 auf beide Seiten. Wir haben die Adresse konfiguriert und ETH 0 wir verwenden für WebGUI-Access und auch es wird diese Karte verwendet für sogenannte Unicast Communication. Die beide Server, wenn Cluster startet oder wenn Manual Failover oder Manual Failback, die beide Server kommunizieren miteinander und die werden über diese ETH0 kommunizieren. Okay? Was ist hier noch interessant? Das sind die Ping Nodes.
Wie haben mehr als eine Pinknote? Wie und warum Pinknote haben wir eine bestimmte Post auf unsere Web? Auf unserer Web haben wir Blog und im Blog ist ein schöner Artikel, welcher wird erzählen. Okay, wenn ich auf blog.openi.com gehe oder wenn ich auf unserer Webseite bin, okay. Okay. Auf unserer Webseite ganz unten befindet sich diese B-Icon und das, wenn man das klickt, dann landet man in unserem Blog. Also im Blog, da sind manche interessante Artikels und eine hier sehr interessant ist Pinknote Explained und hier wird genau diskutiert, wofür ist ein Pinknote und wie viel Pinknote soll man verwenden. Und dann haben wir auch verschiedene Szenarien mit Bonding oder mit APIO. Beide sind mit Charts. Wenn man klickt hier, dann wird der Chart erscheinen. Lass mich jetzt kurz nochmal ich werde probieren jetzt auch zu erzählen, warum diese Pinknotes und wo soll man die Pinknotes konfigurieren. Pinknotes, wir sollen konfigurieren nur in dieser Subnet, in welche Storage Access passiert. Also bei uns, unser ESX Server hat diese Initiator IP-Adresse 192.168.10.251, dann 20.251, okay? Also da sind die IP-Adresse in Subnet, wo virtuelle IP-Adresse sind, okay? Unsere virtuelle IP-Adresse ist 192.168.10.250, also diese 10.250 spricht mit dieser 10.251 und 20.250 spricht mit dieser 20.251, okay? Aber physikalisch, wir verwenden diese ETH1 und ETH2 Karten und entweder auf Aktivseite dann wird auf diese Server und wenn Failover passiert, also hier wird Suspend oder überhaupt nicht in Service, dann wenn der zweite aktiv ist, dann natürlich werden wir diese Kabel verwenden, diese Karten. Also, wir haben hier eine Karte mit in Subnet 1, also 192.168.1.230 und 2.230. Also in dieser Subnet 1 brauchen wir Minimum ein Pinknote. Und lass uns sagen, dieser Server ist eine Pinknote mit Adresse in Subnet 1. Falls wir möchten mehr Zuverlässigkeit erreichen, dann wir dürfen zwei Pinknotes konfigurieren. Also in unserem Beispiel haben wir zwei Pinknotes in Subnet 1 und genauso identisch zwei Pinknotes in Subnet 2. Ich würde sagen, es ist ein bisschen übertrieben, weil wenn wir schon MPIO haben, dann und wenn wir nur zwei Pinknotes haben, das wird auch ziemlich zuverlässig. Es ist nur in diesem Beispiel, dass es geht, mehr als ein Pinknote zu konfigurieren. Wenn wir kein MPIO verwenden, nur eine einzige virtuelle IP-Adresse, also diese einfache Konfiguration. Wir dürfen das alles mit einem Pinknote konfigurieren, aber falls Pinknote nicht verfügbar wird, dann kann sein, dass Failover passiert und es ist in diesem Fall unnötig, weil Failover ist nur wegen nicht verfügbarer Pinknote ausgeführt. Deswegen, wir sollen sicher sein, dass entweder diese Pinknote ist sehr stabil oder haben wir zwei als Backup, eine nicht da ist, dann vielleicht noch zweite da ist und dann Cluster freut sich, der Cluster Manager wird nichts entscheiden. Okay, dann nächste Frage kann kommen, okay, woher ich finde so viele Pinknotes? Also das ist ziemlich einfach, weil unsere
Servers, die in Netz irgendwie sind, wir können auch alias IP-Adressen zuordnen und dann die können sehr gut als Pingnode dienen. Ich kann jetzt gleich demonstrieren. Lass mich zu unsere andere Server jetzt wechseln. Wir sind jetzt in einem Server 192.168.06. Okay, das ist die zweite Maschine. Und wenn ich Netzwerkkarten, Konfiguration von Netzwerkkarten zeige, okay, dann in Advanced, dann wir können sehen, dass hier ich habe neben unserer Haupt IP-Adresse 192.168.06, ich habe mit Add-Taste noch 2.6 zugeordnet und ich habe auch 10 und 20 zugeordnet, weil falls ich möchte pingen zu unserer Cluster, dann ich habe schon auch bereit IP-Adressen in diese andere Subnet in meinem Server verfügbar. Okay, und diese zweite Karte, ich habe hier auch so ein Haupt-IP-Adresse in Subnet 1 zugeordnet. Also diese beiden Karten werden hier funktionieren als unsere Ping-Nodes. Also wir brauchen nicht irgendwie extra im Netz zu haben. Wir können schon diese Server, welche 24 Stunden angeschaltet sind, als Ping-Nodes verwenden. Okay, sehr gut. Lass mich checken, ob die Fragen schon da sind. Okay, wir machen kurze Pause für die Fragen. Lass mich jetzt die Fragen vorlesen. Erste Frage, wir haben für was haben Sie für Netzwerkkarten und Festplatten bei 200 Megabyte pro Sekunde? Okay, das werden wir gleich alles diskutieren. Also lass uns überraschen, dann kommen wir gleich dazu. Kann man nicht auch einen virtuellen Switchboard als Pingnode nutzen? Wenn ich einen Cisco Switch, eine IP und in dem Netz gebe, dann bleibt sie doch auf der Infrastruktur-Hardware-Seite. Also, wegen Ping-Nodes, was muss ich sagen? Hauptsache, die sind stabil und Gerät muss natürlich 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar sein. Ab und zu, wir haben schlechte Erfahrungen mit manchen Switches. Wir haben festgestellt, dass die IP-Adresse von Switch nicht so zuverlässig ist und ab und zu, wir haben Störungen festgestellt. Nicht jeder Hersteller, aber ich habe schon solche Feedback, dass IP-Adresse von Switch war nicht so ganz stabil und der Kunde hat in solchen Fall vier Switches verwendet, also hatte vier Switches als Ping-Node verwendet und dann hat sich stabilisiert. Nächste Frage. Was passiert, wenn ETH3 zum Beispiel durch eine defekte Netzwerkkarte nicht mehr zur Verfügung steht? Also in unserer Konfiguration, wenn wir jetzt MPIO haben, wenn eine Karte von zwei nicht mehr verfügbar ist, dann passiert nichts Besonderes. Storage ist weiter verfügbar. Wenn es geht um Performance, dann wird natürlich klar langsamer. Also MPIO ist auch so in diesem Fall ähnlich wie Bonding. Wenn falls eine Karte in Bonding nicht mehr verfügbar ist, dann Bonding als Ganzes funktioniert weiter. Und mit Multipath in diesem Fall wird identisch. Nächste, das heißt, ein Ping-Node ist notwendig, damit kein Failover bemerkt wird. Also, dann lass uns nochmal zu diskutieren.
Wann passiert Failover? Also wenn ich erste Server ausschalte, dann klar, dass auf beide Server funktioniert sogenannte Heartbeat und die sich checken miteinander. Und Heartbeat wird über bestimmte Kabel geschickt, also diese Checking-Signale. Und dann bei uns heißt das diese Auxiliary Connection. In unserem Fall, wir haben diese Auxiliary Connection an alle Karten konfiguriert. Minimum sind zwei. Und das ist sehr gut, wenn diese Auxiliary Connection ist auf diese Storage-Karten konfiguriert und auf diese Replikation. Okay? Was passiert, wenn der erste Server ausgeschaltet ist, der zweite Server wird kein Signal von erste erhalten. In solchen Fall, der Storage Manager weiß, der ist passiv Mode. Dann, was soll er machen? Er soll von passiv auf aktiv umschalten. Also, er soll diese virtuelle IP-Adresse aktivieren auf ETH1, ETH2 von zweiter Server und er soll Volume Replication von Destination oder von Ziel auf Quelle umschalten. Damit wird diesem Volume von zweiter Server für Storage Client verfügbar. In welcher Situation können wir Ping Nodes brauchen? Wenn wir schon zwei haben, dann wird nicht so einfach, weil wenn wir ein Kabel entfernen, dann natürlich Ping Node von zweiter ist verfügbar, also passiert eigentlich gar nichts. Aber lass uns checken, was passiert, wenn wir diese beide Kabel von ETH1, ETH2 von unserem aktiven Server entfernen. Also wenn die beide Kabel sind entfernt, dann was verursacht das für die Cluster Manager? Cluster Manager hat noch diese Pfad verfügbar, hat auch diese Replikation Pfad verfügbar. Also der Cluster Manager auf beide Server weiß, dass beide Server funktionieren, aber Storage Client hat Zugriff zu unserem Volume verloren, weil die beiden Kabel sind nicht mehr da. Also der Storage Server kann diese Storage nicht mehr erreichen. Also Cluster Manager hat keine Ursache, um Switch zu verursachen, aber Storage Client hat unsere Storage verloren. Also das ist nicht in Ordnung. Wir sollen irgendwie einen Mechanismus haben, das wird verursachen, dass Cluster Manager wird jetzt zweite Server aktivieren. Okay? Und hier hilft uns Ping Node. Also die erste Ping Node antwortet nicht, weil Kabel nicht mehr da ist. Zweite Ping Node antwortet auch nicht, weil der Kabel nicht mehr da ist. Okay? Trotz wir haben vier Stück, aber sind beide in diesem Subnet. Und das ist jetzt Signal für Cluster Manager, um diese Schaltung zu starten. Also erster Server wird in sogenannte Suspend Mode umgeschaltet und zweiter Server wird von passiv auf aktiv umgeschaltet. Okay. Lass uns jetzt weitergehen. Ich möchte jetzt zeigen, wie ist das, also kurz, wie ist das konfiguriert. Und wie messen wir diese Performance? Später, ich habe vor, diese Systeme leer zu machen und dann Schritt bei Schritt alles neu konfigurieren. Ich hoffe, dass wir schaffen das richtig in Zeit. Okay, lass uns jetzt ESX-Server starten. In ESX-Server, ich werde kurz, wir müssen zuerst DSS-Konfiguration zeigen. Also in DSS, erster Server bei uns, es ist Server mit einem Hardware Rate Controller. Wir haben Areca Hardware Rate mit SATA Festplatten, also das ist auch nicht sehr schneller Server. Aber okay, es ist RAID mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Festplatten und es ist RAID 5. Okay, wir sehen, das ist RAID 5 mit 6 Festplatten und
the secondary server, überraschend, es ist ein Server mit einem Software RAID. Und das ist nur 4 Festplatten. In diesem Fall haben wir RAID 0 gemacht, weil wir möchten nicht so viel zu langsam haben. Aber das ist Beweis, dass Primary und Secondary Server müssen nicht identisch sein und trotzdem dieser Failover Feedback funktioniert transparent für die Anwendungen. Okay, in Volume Manager, wir haben diese Laufwerke schon, Volume Gruppe haben wir erstellt und wir haben klar ein iSCSI Volume, kann man mehr machen. Wir haben ein iSCSI Volume auf beide Server konfiguriert. Beide iSCSI Volume müssen in Block.io sein. Also hier sehen, das ist ein Block.io. iSCSI Volume und beide sind jetzt für unsere Demo mit 200 Giga konfiguriert. Nächster Schritt, das ist in Volume Replication. Wir müssen konfigurieren IP-Adresse für beide Seiten. Zurzeit es ist nicht diese Menü gezeigt, weil es ist schon konfiguriert, aber gleich alles löschen und von Anfang an machen, dann wird gezeigt. Also diese Volume-Replikation-Task ist gestartet. Und in Netzwerk-Failover, in iSCSI Target-Manager, wir haben die beide Targets identisch, mit identischen Namen erstellt. Die Namen kann man ändern, wenn man diese Häkchen entfernt und dann gleich kann man die Target-Name konfigurieren, wie man möchte. Es muss nicht Default-Name sein. Und lass uns checken. Auf unsere Primary-Server, wir haben unsere 200 Giga Volume mit LUN Nummer 0 und SCSI ID auch 0. Und diese Target-Name heißt so. Also IQN.2001-03 und Colon ESX. Falls wir auf zweite Server andere Namen verwenden, dann der Cluster wird nicht starten. Also das wird gecheckt und solche Fehler kann man nicht machen. Lass uns jetzt gehen ins iSCSI Failover. Es ist alles bereit konfiguriert, aber wie ich gesagt habe, wir werden gleich alles nochmal konfigurieren. Wir haben hier Primary aktiv. Und wir haben zwei Ping Nodes und die Ping Nodes habe ich schon erzählt. Wir haben die auf unserer Server konfiguriert, also 192.168.1.6 und 2.6. Okay, auf unserer Chart ist 4 Stück, aber in meinem Demo ich habe nur 2 Stück konfiguriert. Okay, auf zweiter Server, klar, wir haben sekundäre Passiv. Okay. Server sind bereits konfiguriert und okay, hier kann ich noch zeigen, dass ETH1 tatsächlich eine virtuelle IP-Adresse konfiguriert hat, wie auf unserer Chart. ETH2 hat auch virtuelle IP-Adresse konfiguriert, wie in unserer Chart. Und diese sogenannte exulare Verbindung, also für Heartbeat, sind auch richtig konfiguriert. Gut, dann, wie sind jetzt, nächster Schritt, klar, wir müssen diese Storage Adapter für iSCSI richtig konfigurieren, und zwar hier, wenn wir konfigurieren, dann wir können Dynamic Discovery oder Static Discovery. In vielen Fällen, es ist viel besser, speziell wenn man mehrere Volumes hat, wir empfehlen, Static Discovery zu verwenden. Es ist mehr stabil. Nachteil ist, dass muss man nicht nur IP-Adresse geben, aber auch Target-Name. Aber Target-Name kann man mit Kopieren anfügen ganz schnell konfigurieren. Also die beide IP von iSCSI Target sind hier konfiguriert und da sind unsere virtuelle IP-Adressen.
Okay, wenn die beide erscheinen hier, dann mit der rechten Maustaste, wir gehen zu Manage Path und in Manage Path, wir müssen feststellen, dass hier nicht fixed VMware ist, aber Round Robin, okay? Dann, nächster Schritt ist, also eigentlich zuerst, wir müssen Networking konfigurieren und dann verbinden. Also das ist nicht so Schritt bei Schritt, aber lass uns checken diese Networking-Konfiguration. Wir sehen hier, dass wir brauchen zwei iSCSI-Initiatoren und da sind die sogenannte VM-Kernel hier Port und die sind mit 192.168.10, weil unsere virtuelle IP-Adresse ist Subnet 10.7 und 20.7, okay? Eigentlich auf unserer Chart war 251, sorry about it, aber wir dürfen auch 251 geben. Das ist eigentlich Hauptsache, die nicht identisch sind. Also Initiator bei uns hat zum Beispiel 10.7 und 20.7 und Target hat 10.250 und 20.250. Gut, das sind die zwei iSCSI, weil wir haben Multipath, also wir brauchen zwei. Und Storage, es ist schon konfiguriert. Das sind unsere 200 Giga Storage. Und auf diese Storage, ich habe schon eine virtuelle IP, virtuelle Maschine, sorry, kopiert. Okay, und diese virtuelle Maschine, lass uns jetzt ausführen und checken mit IOMeter. Okay, diese Maschine ist schon gestartet. IOMeter ist schon auch verfügbar. Okay, also diese virtuelle Maschine hat nur so eigene Festplatte, lokale Festplatte C und diese lokale Festplatte C ist klar auf unsere iSCSI Volume, weil die virtuelle Maschine, nochmal, ich zeige, die virtuelle Maschine befindet sich auf unsere Store iSCSI, okay? Also diese Maschine ist gerade gestartet, die zweite hier ist nicht gestartet und das ist auf lokale, meine Local Data Store und diese Maschine ist gestartet und ist auf unsere iSCSI, okay? Gut, dann lass uns IOMeter starten. Ein Worker ist verfügbar, lass uns noch einen Worker, wenn ich hier draufklicke, dann ich werde noch einen Worker hinzufügen. Zwei Stück reicht. Ich werde 10 Outstanding I.O. konfigurieren und dann wir müssen klar mit Worker 1 die Platte C markieren und Worker 2 Platte C auch markieren. Anmarkieren geht mit Control, okay? Also wenn ich Control klicke, ich kann das anmarkieren. Gut. Um die Festplatte C zu testen, dann muss man wissen, dass wir brauchen hier ein IOMeter-Testfile. Also auf C-Platte, hier sehen wir, es ist ein iobw.cst-File. In unserem Fall es ist ein Giga-File verfügbar. Also wir brauchen irgendwie ein File hier kopieren und wir brauchen auch diese Festplatte C in Security, in Sicherheitseinstellungen für alles erlauben, sonst IOMeter wird keinen Zugriff haben. Okay, weil das ist in Root-Verzeichnis, also im Hauptverzeichnis, dieser Fall sich befindet. Falls Sie haben keine Idee, wie sollen Sie solche Testfile kreieren, dann nochmal praktisch auf unserem Blog. Es ist noch ein Artikel, okay, few practical tips about IOMeter. Wir zeigen hier, wie soll man IOMeter verwenden. Okay. Und wir haben so einen schönen Free Download. Dieser Free Download wird ein so kleine Test-File-Creator-Exe runterladen und Sie können das unter DOS-Box ausführen und Sie können
egal welche Size ein Testfile kreieren. Egal ob es ist 1 Giga oder 20 Terabyte, das wird in 2 Sekunden ein Testfile fertig kreiert. Okay, das ist sehr praktisch. Also wenn Sie praktische Informationen über IoMeter brauchen, kurz, dann ist dieser Blogartikel zum Lesen verfügbar. Okay, als wir diese Testfile haben, deswegen diese C-Platte ist verfügbar, sonst wird die gestrichen und da muss man lange Zeit warten, bis diese Testfile wird kreiert. Okay, lass uns jetzt wieder diese Server auswählen. Also das ist wichtig, dass ich auswähle nicht diese Worker, aber diese Server. Und dann, wenn ich ein Testpattern vorbereite, lass uns sagen, 64 read zuerst, also wir lesen zuerst. 64K Block. Okay, ich habe es gesagt, Streaming, Sequential, deswegen müssen wir jetzt statt 100% Random Sequential und wir lesen zuerst. Gut, das haben wir gespeichert. Wenn ich jetzt Add mache, dann lass uns sehen, auf Worker 1 ist diese Pattern und auf Worker 2 ist automatisch auf beide kopiert. Muss man aufpassen, wenn ich nur diese Worker ausgewählt habe, zum Beispiel Add, dann ich habe auf erste Worker diese Pattern und auf zweite ist leider leer. Also da muss man jede einzeln kopieren oder diese Server auswählen und dann sind die beide kopiert. Okay, lass uns das jede Sekunde checken. Also wir müssen diese Bar schieben und mit dieser Taste Button Start Test starten. Wir dürfen diese Testresults irgendwie in einen Testfile speichern, aber es muss nicht sein. Dann Cancel and OK. Wie ich gesagt habe, wir erwarten mehr als 100 Megabyte pro Sekunde und komischerweise, wir haben doch 200 Megabyte pro Sekunde, sogar 218. Also doch klappt es. Als Beweis, dass hier es ist, dieses System tatsächlich funktioniert, lass uns jetzt statt lesen, lass uns jetzt schreiben. Okay? Also wir machen Stopp von diesem Test. Remove, lass uns neu Testpattern machen. 64K, write. Also wir schreiben jetzt 64K Block. Auch sequential, aber dieses Mal, wir nehmen 100% write. Okay, nochmal add, lass mich checken, erster Worker, zweiter Worker, beide sind richtig konfiguriert. Wir gehen in Result Display und wir starten den Test, okay. Also am Schreiben, es ist jetzt schlimmer geworden und warum? Es ist klar. Unsere beide Cluster-Server sind mit einer Gigabit-Karte repliziert. Also, falls wir in unserer Konfiguration möchten wir am Schreiben 200 Megabyte pro Sekunde erreichen, dann brauchen wir jetzt in unserer Chart statt unsere Konfiguration. Also jetzt, das ist jetzt unsere Bottleneck. Weil das ist Gigabit. Wenn wir werden 10 Gigabit Karte haben, dann werden wir das klar sehen. Als Beweis, lass uns jetzt Replikation zwischen beiden Servern stoppen. Okay. Wir testen und wir erreichen ungefähr 100 Megabyte pro Sekunde. Gut. Dann lass uns jetzt gehen zu Primary Server. Okay, wir gehen zu Primary Server, Konfiguration, Volume Manager, Volume Replikation. Wir dürfen diese Replikation zwischen beide Server stoppen. Klar, wir kriegen eine Fehlermeldung, dass es geht hier um Replikation für die iSCSI Failover.
Sorry, dieser Text ist noch nicht übersetzt, aber in nächster Version wird das alles voll richtig auf Deutsch übersetzt. Okay, we want to stop. Ja, wie schaffen es? Und wie, das ist auch ein gutes Beispiel, weil wir möchten lernen, was passiert, wenn wir sowas machen. Okay, ich habe es gestoppt. Lass uns jetzt sehen. Mache ich Stopp und Start, um schneller Änderungen zu sehen. Also doch, wenn ich habe Replikation zwischen beiden Servern gestoppt, dann ich sehe, dass ich darf auch schreiben mit 200 Megabyte pro Sekunde auf die nur auf erste Server in diesem Fall. Okay? Jetzt lass uns checken, was passiert mit wenn ich habe diese Replikation gestoppt. Also, zweiter Server befindet sich jetzt nicht mehr in OK-Mode, aber in sogenannte Suspend-Mode. Warum? Cluster Manager hat es entdeckt. Dann zweiter Server ist nicht mehr repliziert. Also, wenn ein Fehler passiert, dann Cluster Manager darf nicht Failover machen, weil auf zweiter Server die Daten sind nicht mehr fresh. Also kann sein, dass dieses Problem mit zweiter Server ist oder mit Replikation ist gestern passiert. Und können Sie sich vorstellen, wenn jetzt ich schalte erste Server aus und dann irgendwie soll Failover passieren? Es darf das nicht passieren. Deswegen dieser zweite Server ist in Suspend Mode und wenn das erste Server kaputt geht, dann wir verlieren unsere Storage. Und es soll so funktionieren, weil wenn wird nicht hier Suspend Mode umgeschaltet, dann kann passieren, dass wir haben Failover und dann auf Datenzustand von letzter Woche zum Beispiel, falls keiner hat es bemerkt. Also wir haben Suspend Mode. In solchen Fall, wenn Replikation wieder läuft, lass mich jetzt diese Replikation wieder einschalten. Also wir haben eine Start-Taste gedrückt. Okay. Und jetzt, um diese Cluster wieder in OK-Status zu bringen. Okay, lass mich jetzt checken. Okay. Primary zeigt degraded, klar, weil es ist nicht mehr redundant. Und zweite ist noch suspend. Also wenn wir jetzt Replikation in Ordnung haben, dann wir dürfen hier Start-Taste klicken und der zweite Server wird jetzt von suspend Mode auf secondary passiv umgewandelt. Und in solche Situation unsere primary Server soll auch okay zeigen. Server ist, Cluster ist wieder redundant. Sehr gut. Also wir haben jetzt erlebt, wie soll man diese Test machen. Und wenn ich diese Test wieder starte, dann in solchem Fall haben wir klar wieder Performance, welche ist limitiert mit dieser Replizierungsgeschwindigkeit. Also mehr können wir nicht erreichen, als wir können über diese Netzwerkkarte replizieren. Was ich möchte noch zeigen, dass was sehr wichtig ist, und dann werde ich wahrscheinlich umschalten am Lese-Test. Okay, Read, lass uns jetzt nochmal Read-Test starten. Die haben 200 Megabyte pro Sekunde. Aber ich verspreche euch, wenn Sie einfach starten ESX-Server ohne irgendwie Tuning, dann Sie werden nicht 200 Megabyte pro Sekunde sehen. Wir haben hier ein kleines Tuning vorbereitet. Ich möchte sagen, dass es gibt eine Schritt-bei-Schritt-Präsentation auf unserer Webseite. Also nochmal, es lohnt sich, auf unsere Webseite mal schauen. Okay, es ist unter Library und okay, unter Library und How to Resources.
Und der OpenAI Replications, die haben verschiedene Präsentationen. Und wenn Sie hier finden, eine Replikation, wo ist OpenAI mit ASX oder, ja, mit ASX muss das sein. Okay, ist das nicht in Orders? How to configure MPIO mit ASX, okay. Dann hier werden Sie auch finden diese Tuning-Diskussion. Und ich kann auch Ihnen zeigen, es geht hier um Tuning, welche muss man in ASX eintragen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. In ASX gibt es irgendwie Management-Konsole, da kann man sich auch über PuTTY, über SSH einloggen. Da muss man eigentlich nicht Supported Mode auf Konsole auswählen und Technical Support mit SSH. Und in solchen Fällen, wir dürfen diese Default-Werte ändern. Aber lass uns das auch live machen. Dann wir gehen ins, die loggen sich ein über SSH. Okay. Und ich habe hier sowas wie, hier ist praktisch, die Tabulator-Taste funktioniert, aber es reicht, wenn ich nur Teil von Command gebe und Tabulator-Taste klicke, klar sehe ich, dann die Command wird complete. Ich habe gezeigt, sogenannte rc.local, sogenannte Auto-Exec-Batch. Diese File wird jedes Mal, wenn ein System startet, ausgeführt. Also, wenn wir etwas hier drin haben, dann wir haben Garantie, das wird ausgeführt. Also nach jedem Neustart von unserer ASX-Host, wir werden sowas, solche Commands ausführen. Hier ist ein klein Bash-Skript, so ein Command eigentlich. Und diese Command wird diese ASX-Parameter ändern. Und das ist ASX-CL-Tabulator NMP-Device List. Okay. Lass uns listen. Also wenn wir listen, dann sehen wir, es geht um diese EUI-Devices, das sind die iSCSI-Devices. Und wir sehen, hier haben wir Randrobin. Und was ist wichtig, diese I.O. per Second, das ist, auf wie viel I.O. passiert Randrobin-Schaltung zwischen zwei MPIO-Pfade. Okay, oder zweite Wert ist, jede 24K wird auch Schaltung passieren. Also diese Parameter, wenn Sie finden unsere Dokumentation, dann wahrscheinlich hier haben wir 100, kann man verschiedene Werte probieren. Default ist 10.000, glaube ich. Und lass uns jetzt das, diese Parameter ändern auf 100 und lass uns sehen, was passiert. Also die müssen jetzt editieren. Unsere rc-local-File editieren kann ich mit v-editor, okay. Andere Editor unter SX, i ist nicht verfügbar leider. Okay, also v und dann file-name. Dann startet unsere v-editor und wenn ich möchte jetzt das auf 100 ändern, dann, okay, ich muss in sogenannte insert-mode gehen in v-editor. V-Editor ist total anders als normal. Hier sind zwei Modus, Insert-Modus und Command-Modus. Also wenn ich möchte etwas ändern, dann ich klicke auf I für Insert. Okay, jetzt ist Insert-Mode und ich darf zum Beispiel 0 dazu schreiben. Okay, wir sehen, das ist modifiziert. Und jetzt, um das zu sichern, müssen wir wieder in Commands-Modus gehen. Mit Commands-Modus geht man mit Escape-Taste, also drücke Escape. Und jetzt, ich darf Kommando ausführen. Und Kommando in diesem Fall startet mit Doppelpunkt.
Wie ist zu write und cool ist zu quit, okay? Also, wir haben das jetzt gerade geendet. Lass uns jetzt zeigen. Okay, cut, dann wird das zeigen. Ja, schön, wir haben diese IO per Second auf 100 geendet. Aber wenn ich List mache, dann sehen wir, es bleibt noch 10. Es ist noch nicht auf 100 geendet, weil wir müssen unsere RC-Lokal eigentlich nochmal ausführen. Lass uns es ausführen. Okay, ausführen, dann kann man so ohne Cut einfach Enter. Okay, ist ausgeführt. Lass uns jetzt zeigen. Also wir machen List. Okay, sehr schön, hat es geklappt. Wir haben jetzt 100. Also wir haben diese IOP-PS geändert auf 100. Okay, gehen wir jetzt in unsere Test und lass uns jetzt fresh testen. Wow, also jetzt statt 200, es ist ungefähr 130 Megabyte pro Sekunde fast. Also, es ist langsamer. Warum? Weil jetzt nicht so oft Randrobin kann zwischen diese zwei Pfade wechseln und dann es schafft nicht volle Pole sozusagen erreichen. Wenn Sie werden diese Standardwerte haben wie 10.000, dann Sie werden sehen, das ist noch schlimmer. Also in meinem Test, wenn ich möchte voll Performance erreichen, dann ja, ich habe immer mit 10 gemacht, kann man 20, 5, kann man auch 1 probieren. Dann 1, dann wird jeder IO wird Pfad wechseln. Okay? Als ich versprochen habe, dass ich möchte jetzt alles neu konfigurieren, dann lass uns jetzt das schnell ausführen. Um das schnell auszuführen, dann müssen wir zuerst unsere virtuelle Maschine ausschalten. Okay. Diese virtuelle Maschine wird jetzt ausgeschaltet. Ich werde da auch diese Storage entfernen. Also um Storage zu entfernen, gehe ich in Host Menü und unter Configuration. Unter Configuration müssen wir jetzt Storage Adapter Properties. Okay, lass uns jetzt das entfernen. Remove. Wir entfernen zuerst erste Pfad. Ah, wir sehen, diese virtuelle Maschine ist gestoppt. Wir entfernen auch zweite Pfad. Okay, manche Removing Tasks dauern länger, also dann müssen wir ab und zu warten. In Zwischenzeit, lass mich checken, ob ich kann etwas beschleunigen. Und okay. Okay, es ist entfernt. Und wir können sogar auch Networking entfernen. Das wird wahrscheinlich einfacher zu sehen, wie soll man das alles konfigurieren. Okay. Gut, also wir haben ziemlich schön demoliert. Keine Netzwerke für die iSCSI und kein Storage Adapter für die iSCSI konfiguriert. Lass uns jetzt schnell ins unsere Server sich anmelden. Also erste Server, ich kann zweite Server zuerst okay, bevor dann werde ich auch noch diese iSCSI Failover Service stoppen. Okay, stopp. Damit wird unsere virtuelle IP auch schon
gestoppt. Da kann man auch schön sehen, wenn ich mache Pink 10250, dann sehen wir, es 1-2 Pink ging noch und dann gleich ist Timeout, weil Services gestoppt sind. Also unsere virtuelle IP-Adresse nicht mehr funktioniert. Und jetzt 240 Server, Steuerung Alt X, okay. Wir gehen ins Delete Content of Unit, Admin. Okay, dann damit wird ganze Volume, ganze Logical Volume und Volume Gruppe von zweiter Server entfernt. Und gleich, wenn wir erste Server gehen, okay, lass uns jetzt einloggen. Steuerung Alt X genauso. Und Partitionen entfernen. Okay, erste ist schon da. Wir entfernen, es reicht, wenn wir die erste entfernen. Okay, zweite weiß ich nicht, was da ist, aber okay, es ist eigentlich egal. Damit werden wir so wie fast neu wie von Scratch die zwei Systeme haben, die überhaupt nicht konfiguriert sind. Und jetzt müssen wir nur kurz warten, bis die beiden Maschinen sind neu gestartet und dann können wir auch beide neu konfigurieren. Diese Zeit werde ich verwenden für die Fragen, also lass uns jetzt gleich checken die Fragen und lass uns jetzt probieren die Fragen zu beantworten. Also wir haben ein paar Minuten Zeit. Lass mich jetzt die letzte Frage finden. Okay, ich glaube hier, ich blätter noch kurz. Okay, das war schon, das heißt Pingnode. Okay, nächste Frage. Was passiert bei dem Ausfall von ETH3, wenn beide Server weiterhin vom Storage Client erreichbar sind? Wenn ETH3 bei uns, nun ETH3 nicht, also wenn ETH3 nicht verfügbar ist, dann wir haben das schon sowas simuliert, wenn wir haben Replikation gestoppt, dann zweiter Server war in Suspend Mode ausgeschaltet und solange Replikation war nicht repariert, wir konnten das nicht wieder in Cluster hinzufügen. Also wenn irgendwie Verbindung nicht da ist, das ist genauso identisch wie Replikation gestoppt. Also diese Frage war schon mit anderer Demo beantwortet. Nächste Frage. Sie können bei Ihrem Areca-Controller direkt in die Hardware-Überwachung des Controllers springen. Funktioniert bei unserem Adaptec nicht. Was wird das von Adaptec OpenE nicht unterstützt? Also, verschiedene RAID-Controller-Hersteller haben verschiedene Tools. Adaptec und Freeware zum Beispiel haben webbasierte Tools und die haben die angebaut. Adaptec hat sogenannte Adaptec Storage Manager und Adaptec Storage Manager wird bei uns auch ausgeführt als Daemon und Adaptec Storage Manager ist ein Programm, welches kann man auf Windows oder Linux irgendwo im Netzwerk ausführen, IP-Adresse von Data Storage Server eintragen und kann man sich mit dieser Daemon, welche läuft bei uns in DSS, mit dieser Adaptec Storage Manager verbinden. Also dieser Remote Management funktioniert, nur ein bisschen andere Art. Mit Areca ist das eingebaute Web und mit Adaptec ist das Adaptec Storage Manager, welche kann man von Adaptec Webseite runterladen und irgendwo im Netz ausführen. Also das funktioniert. Nächste Frage. Kann man zwei oder mehr Link Adapter
für die Replikation verwenden. Also das ist eine Limitierung heutzutage. Wir haben vor, mehrere Adapter für Replikation zu verwenden, aber heutzutage es ist limitiert für einen Pfad. Also falls wir mehr als 100 Megabyte pro Sekunde Replizierungsgeschwindigkeit brauchen, dann einzige Möglichkeit ist nur 10 Gigabit Karte. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben aber in Roadmap mehrere Pfade für Replikation. Okay? Nächste Frage. Kann das System im Falle eines Fehlers bei der Replikation eine Warnmail schicken? Klar, diese Systeme schicken sofort Messages, falls etwas nicht in Ordnung ist. Lass uns das. Also die Server neu starten noch. Okay, erster Server ist schon da. Okay. Wir konfigurieren es auf Setup Administrator. Unter Setup Administrator kann man E-Mail-Adresse konfigurieren. Okay, hier sogenannte Fehler oder Events schicken. Und diese alle Events, welche wir sehen, dass irgendwie verbunden mit Failover zum Beispiel. Diese Messages kann man sich per E-Mail schicken. Also dann, wenn es sowas passiert, dann klar, Sie sind informiert. Nächste Frage. Can we bundle some replication links, for example MPIO? Can we bundle some replication links? Also, okay, Frage, ich verstehe, dass wenn Sie, die haben nur ein einzige Pfad für Replication, aber die, ob kann man das mit Bonding irgendwie mehr verfügbar machen? Ja, wenn Sie Bonding konfigurieren, dann die zwei Bonding-Karten haben gemeinsame IP-Adresse. Und in solchen Fall kann Replikation über zwei Karten, über Bonding funktionieren. Aber in solche Konstellation muss man die Bonding über Switch verbinden, weil Bonding, das ist eine Lösung zwischen Server und Switch. Und der soll zum Switch gehen, also von beiden Seiten zum Switch. Also es ist möglich. Nächste Frage. Was passiert beim Failover einer VM mit Exchange 2010 oder einer Oracle-Datenbank? Die Replikation findet auf Blockebene des Storages statt. Was passiert mit meinen Datenbanken, Transaktionen von Exchange oder Oracle? Wie lange dauert das Failover? Also, unsere Failover ist Anwendungen, Applikationen transparent. Also egal, ob Sie nur Files haben oder Datenbanken, Failover muss sauber umschalten und die, Ihre Oracle-Datenbank oder Exchange muss, muss weiter funktionieren, ohne diese Failover zu merken. Wir checken während Failover auch die MD5, also die, wir checken die Prüfsummen und das muss alles klar stimmen und nach Failover darf nie sowas wie File System Check nötig oder sowas in dieser Art sein. Also ja, es ist supported. Und unsere Failover ist und Replikation ist 100%ig synchronous Replikation. Also das kann man vergleichen mit RAID 1 mit zwei Festplatten. Wenn eine Festplatte von RAID 1 geht raus, dann Oracle funktioniert weiter. Genauso mit unserer iSCSI Failover. Nächste Frage. Gibt es einen Weg, das Tuning ohne Verlust von VMware Support zu aktivieren? Das Aktivieren der Konsole am ESX wird gelockt und führt zum dauerhaften Verlust des Supports. Ja, die haben auch irgendwie Management-Konsole. Diese Management-Konsole kann man von VMware runterladen und kann man die auch verwenden. Nächste Frage. Gibt es eine Anleitung für eine Linux-Optimierung des MPIO
in Zusammenhang mit OpenI. Also, es ist fast identisch, wie soll man Linux optimieren. In Linux haben Sie auch sogenannte Multipath Package und dort kann man auch diese Parameter steuern. Wie kann man diese Parameter steuern? Es ist bei uns eine andere Präsentation, welche war gemacht mit Xen-Server. Xen-Server verwendet genau diese Linux Multipath Package und dort ist auch diese Tuning-Übung gemacht. Also laden Sie bitte eine Schritt-by-Schritt-Präsentation von unserer How to Resources auf Webseite mit Xen-Server und dann haben Sie alles. Okay, nächste Frage. Super, vielen Dank. Also jemand hat Frage beantwortet bekommen. Nächste Frage. Danke für die Adapter Credit Controller Info. Gerne. Kann man die IOPS-Einstellung auch bei einem Windows-Initiator einstellen? Ja, das kann man machen, aber in Windows-Fall, diese IOPS ist, sieht so aus, ist schon irgendwie getuned, weil mit Windows, wenn ich habe, wir haben auch eine Präsentation, wo ist ein Multipath mit Windows und dann Sie erreichen locker am Lesen und Schreiben 220 Megabyte pro Sekunde. Nächste Frage. Muss ich leider verabschieden, wieder einmal ein perfektes Seminar, vielen Dank. Mein Pleasure sozusagen. Nächste Frage. Gibt es eine Management-Konsole für den zweiten Storage Node? Ja, das habe ich schon gezeigt. Bei uns unter Setup Administrator, wir haben Möglichkeit, diese Remote-Konsole zu aktivieren, also Fan-Zugriff aktivieren. Da muss man nur eigentlich Kennwort eintragen und dann über Putty, also über Putty kann ich das einfach zugreifen. Okay, Kennwort war Admin in meinem Fall. Und hier entweder mit Tastatur direkt oder mit über Putty, über F1 kann man die alle Hotkeys zeigen, also zum Beispiel Ctrl-Alt-N, dann kann ich Netzwerkkarten konfigurieren, also Steuerung-Alt-N, okay. Dann ich sehe, die Netzwerkkarten kann ich jetzt hier konfigurieren oder Informationen zeigen. Okay. Meist, also diese Funktionen sind auch auf GUI verfügbar, aber manche Funktionen sind auf GUI nicht verfügbar, da sind manche so Service-Funktionen. Und die sind nur über Konsole verfügbar. Okay, nächste Frage. Raten Sie zum iSCSI oder eher zum Fiber Channel MPIO? Also, entweder iSCSI oder Fiber Channel MPIO, beide funktionieren. Von unserer Seite ist das alles richtig vorbereitet. Wichtig ist, dass das funktioniert ordentlich auf Initiator-Seite. In diesem Fall in ES6 oder mit Windows 2008, da ist bestimmte Konfiguration nötig. Nur iSCSI Failover, also Failover haben wir für iSCSI und für Fiber Channel haben wir noch kein Failover. Kann man für Fiber Channel Multipath konfigurieren, klar, aber nur mit Replikation ohne Failover. Wir planen sowas. Auch für Fiber Channel, aber zurzeit haben wir nur iSCSI verfügbar und auch NFS ist verfügbar als Failover. Nächste Frage. Kann auch einen Primary Server auch konfigurieren, dass die Replikation den Schreibdurchsatz nicht beeinträchtigt, sofern man kein automatischer Failover machen soll? Hier, wenn Sie lesen, dann klar, Lesegeschwindigkeit ist von Replikation Link nicht abhängig. Wenn Sie schreiben, dann unsere Replikation, diese Volume-Replikation, ist nur synchronus. Also es gibt keine Möglichkeit,
irgendwie besser Schreibgeschwindigkeit zu erreichen als diese Uplink, als diese Verbindung. Wenn wir Verbindung haben mit Gigabit, dann klar, ab sofort Schreibgeschwindigkeit auf ganze Cluster ist für Gigabit limitiert. In diesem Fall 100 Megabyte pro Sekunde. Okay, danke. Nächste Frage. Hallo Herr Back, können Sie mir den Link zum Video des Webinars mal per Mail schicken? Okay, ich werde sich merken und Sie kriegen Link noch heute Abend oder morgen früh. Nächste Frage. Kann man auch auf dem Initiator mit Hardware Qlogic statt mit Software läuft auch die IOPS konfigurieren? Ja, die Hardware-Initiatoren, klar, die haben solche Parameter, wie oft soll Randrobin schalten. In ESX, das sind zwei, eine ist diese IOPS, zweite ist Bytes, also nach wie viel Bytes muss diese Schaltung auch passieren. Nächste Frage. Welchen Unterschied gibt es zwischen IED und SCST? Also, es gibt eine, in IED, es gab nicht so viele Enterprise Features. Zum Beispiel, IED ist nicht so dynamisch wie SCST. Mit SCST haben wir sowas wie Automatic Session Reassignment zum Beispiel. Also, wir sind in der Lage, andere Volumes zu addieren oder löschen, und das hat keinen Einfluss auf andere Targets. Also diese Target ist mehr dynamisch, auch performancemäßig ist besser. Diese SCST ist ständig weiterentwickelt, IET leider sehr wenig. Und eigentlich kann man beide verwenden, aber wenn man bestimmte Enterprise-Funktionen braucht, dann muss man SCST verwenden. Und wir haben noch IET von Kompatibilitätsgründen. Gibt es irgendwie Kunden, dass die sehr alte Systeme haben und nicht upgedatet, und das ging damals mit IET, aber irgendwie die kommen nicht zurecht mit neuer Software. Deswegen haben wir beide angebaut. Nächste Frage. Sehr gute Demo. Leider habe ich noch einen Termin und muss ich mich verabschieden. Also Dankeschön für Ihre Zeit. Sie werden Möglichkeit haben, auch, wie ich gesagt habe, das runterzuladen. Ist die besprochene Replikationart in den Trial enthalten? Ja, Trial hat alles. Also bei uns auf die Webseite gibt es Trial-Version. Und die Trial-Version ist 60-Tage-Version. Ich verwende die auch. Also sehen Sie, das ist eine Testversion. Und diese Testversion hat alle Features drin. Also es ist Kapazität unlimitiert und alles von funktionenmäßig sind alle aktiviert. Okay, also wir haben jetzt beide Server bestimmt verfügbar. Und lass uns jetzt schnell diese Schritt bei Schritt noch konfigurieren. Also wenn ich in Volume Groups gehe, nach solche Volumes entfernen, dann sehen wir, diese Units sind verfügbar. Also erste Unit, ich möchte formatieren, also einfach übernehmen, dann wird Volume Group erstellt. Genauso auch zweiter Server. Okay. Hier ist noch am Machen. Zweiter Server. Genauso auf zweiter Server dieser Unit jetzt soll verfügbar sein. Also das ist MD, weil es Software RAID. Lass uns jetzt Volume Gruppe erstellen. Und jetzt erster Server gleich wird formatiert. Also okay, diese Volume Gruppe ist schon erstellt. Sehen wir. Jetzt wir dürfen iSCSI Volume schnell erstellen. Lass uns jetzt auf VG00 klicken. Okay. Dann wählen wir neu iSCSI Volume. Und lass uns jetzt sofort Replikation verwenden, markieren. Und Block.io, klar.
Und ich mache 200, okay, übernehmen. Wenn wir Replikation sofort verwenden, dann die beiden Volumes werden sofort in Sync, weil diese Replikation Algorithm wird checken, dass beide leer sind und beide ab sofort für Replikation konfiguriert, dann wird merken, dass die beide dürfen in Sync sein. Sonst, wenn wir das später nachgemacht haben für Replikation, dann diese Replikation muss beide Volumes durchinitialisieren. Also erste wird auf zweite einfach gespiegelt. Also wenn Sie zum Beispiel 16 Terabyte haben, dann wird schon ein paar Tage dauern. Okay, lass uns jetzt auch identisch iSCSI Volume auf zweiter Server erstellen. Schnell. Ich glaube, in 10 Minuten wir werden fertig, weil das ist ziemlich schnell. Okay, iSCSI Volume. Auch Volume Replikation. Wir nehmen Just Create Volume, weil unsere iSCSI Target darf nicht identisch auf beide Server heißen, deswegen wir müssen diese Target Name selbst geben. Okay, 200. Also Volume ist auf erste und auf zweite kreiert. Okay, lass uns ins Volume Replikation gehen jetzt. Auf erste Server haben wir Quelle, klar. Und da müssen wir noch Mirror Server IP geben. Wir gehen über diese Subnet 3. Also auf erste Server, wir nehmen Karte von zweiter Server, klar, übernehmen. Und lass uns auch gleiche Settings auf zweiter Server machen. Okay, der zweite Server haben wir vor, als Destination zu konfigurieren. Okay, dann wähle ich Destination oder Ziel, aber diese zweite ist auf Englisch. Deswegen, wir sehen das in Englisch, okay. Gut, und lass uns jetzt IP-Adresse über Subnet 3 von erste konfigurieren. Gut, dann haben wir Replikation und was ist noch fehlt? Replikation Task. Also Replikation Task, lass uns zum Beispiel M00, also Mirror 00, lass uns jetzt diese zweite Volume finden. Also wenn ich hier draufklicke, hier ist sogenannte Replikation Breite, Bandbreite, also by default ist 40. Also Sie sollen ungefähr 70% verfügbare Verbindungsgeschwindigkeit verwenden. Also bei uns, wenn wir haben Einzelvolumen und es ist 1 Gigabit, wir dürfen zum Beispiel 70, 80 Megabyte pro Sekunde machen. Wenn Sie haben 10 Giga, dann Sie dürfen über 100. Aber wenn Sie haben zum Beispiel 5 Volumes und alle gehen über Gigabit, dann geben Sie nicht mehr als 20 pro Volume. Okay, erstellen. Dann haben wir Task und diese Task, die dürfen jetzt starten. Also wenn wir starten Task, dann wir werden sehen, dass die gleich der Zielvolumen ist konsistent. Und dann können wir unter Status Task reinschauen. Okay, wenn ich diese Taste draufklicke, dann okay, wir sehen, Ziel ist konsistent. Wie ich gesagt habe, beide sind kreiert mit Replikation. Okay, zweiter Schritt, das sind unsere iSCSI Target Ziele. Wir sollen die Target-Ziele auf beide identisch erstellen, also diese Häkchen weg und lass uns zum Beispiel das entfernen und dann ESX, okay? Das ist unsere Target-Name, übernehmen und auf zweiter Server genauso identische Target-Name. Also diese Häkchen entfernen, okay? Gut. Auch ESX. Reicht. Apply. Jetzt müssen wir diese Target aktivieren, also diese Plus-Taste klicken und müssen wir auch identische SCSI-ID. In meinem Fall, es ist nur eine, kann ich einfach 0 wählen, Plus und zweite, da mache ich auch identisch, mache ich 0, weil da kann man sehr einfach merken, dass die beide doch identisch sind. Okay. Dann haben wir beide richtig konfiguriert. Nächster Schritt ist diese iSCSI
failover Konfiguration. Wir haben nicht alles gelöscht, also diese Failover-Konfiguration ist schon aktiviert von letzter Konfiguration. Wir haben Unicast gewählt. Unicast ist auch Default. Als Interface, wie ich gesagt habe, in Chart, dass wir wählen erste Karte, also in Subnet 0, für diese Unicast-Kommunikation. Das wird verwendet über beide Server kommunizieren, wenn es geht um Konfiguration. Okay, dann haben wir, wir müssen jetzt geben die IP-Adresse von Secondary Server. Okay, dann müssen wir die Ping-Node spezifizieren. Okay, bei uns, wir haben diese zwei Stück. Übernehmen. Wir müssen auch die alle vier Karten richtig konfigurieren. Ich sage, das bleibt von letzter Konfiguration. Also, erste ETH0-Karte, wir müssen, weil es ist über Unicast, wir geben die IP-Adresse von Gegenseite. Genauso mit ETH1. Hier ist es auch Auxiliary Connection, also Gegenseite. Auf diese Karte, wir haben uns entschieden, auch virtuelle IP-Adresse zu konfigurieren. Also das ist auch ETH1 identisch. Auch zweite virtuelle IP-Adresse und auch diese Karte von Gegenseite. Und genauso auf ETH3, wir haben nur diese Auxiliary Verbindung. Okay? Und auf zweite Server, es ist einfach symmetrisch konfiguriert. Symmetrisch bedeutet, in Failover-Konfiguration hier wir haben auch Unicast und dann ETH0 von erster Server, also ETH0 von zweiter Server ausgewählt, aber die erste Karte. Hier es ist ausgewählt, dass es ist Secondary Node, deswegen wir müssen die IP von Primary Node eintragen, also 0230, okay? Und die ETH sind einfach so symmetrisch zuerst konfiguriert. Okay? Nächster Schritt wird in Failover-Konfiguration. Wir müssen auswählen die Tasks. Hier ist es Neuigkeit. In neuen Versionen gibt es auch NFS Failover. Aber unsere Demo ist mit iSCSI verbunden. Nächste Webinar mit NFS, dann werden wir das verwenden. Failover Task, also alle die Volume Replikation Task, die wir erstellt haben, zwei, drei Stück, werden hier verfügbar. Wir müssen die natürlich aktivieren. Und jetzt, wir sollen Failover starten. Lass uns jetzt diese Ping für eine Virtualadresse, ich kann auch für beide pingen. Ich habe hier, okay. Zehn und 20, okay. Gut. 10 und 20, beide sind nicht verfügbar, klar, weil iSCSI Cluster nicht gestartet ist. Lass uns starten, dann werden wir jetzt beobachten. Beide Knoten werden konfiguriert und wir sehen, dass die beide Pings antworten als Host ist unreachable, also nicht verfügbar. Nach paar Sekunden, wenn Cluster startet, werden die beide Ping Nodes verfügbar und dann können wir in unsere Storage Client die Initiatoren konfigurieren, okay? Entweder ist das Windows 2008 oder ist das Xen Server oder ist ASX Server oder irgendwie ein Linux Server. Diese Konfiguration ist fast identisch, muss man die Initiatoren richtig konfigurieren.
Okay, beide Knoten sind schon konfiguriert. Also jetzt sehen wir gleich, beide virtuelle IP-Adresse sind aktiv geworden. Also schön, funktioniert es. Dann, wir dürfen jetzt SX-Server starten und wir dürfen jetzt in Properties beide iSCSI-Target eintragen. 192, 168, 10, das ist der erste 250, ist unser Target. Und das ist IQN. Punkt, glaube ich, 2011 minus 03, Doppelpunkt SX. Lass mich das noch prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist. Punkt minus Doppelpunkt SX, stimmt. Also, okay, dann erste Static. Jetzt habe ich klein Problem mit SX. Ich weiß es nicht, ob der mit Static kommt zurecht. Lass mich nochmal probieren. 192.168.10.250. Okay, ich kann auch sowas kopieren. Okay, copy paste. Copy paste, okay. Okay, jetzt hat es geklappt. Diese erste Pfad ist verfügbar. Lass uns zweite Pfad geben. 192.168. Dieses Mal 20.250. Okay. Target Name. Okay, brav. Beide sind konfiguriert. Jetzt close. Und klar, wir machen Rescan. Okay, in Zwischenzeit, wenn dieser Risken läuft, wir können noch checken, nächste Fragen. Okay, Netzwerkkarte, VMK, fehlt. Das ich war falsch. Haben Sie nicht das Netzwerkkarten? Ja, Netzwerkkarten, die haben nicht gelöscht, wir haben nur Storage. Karten gelöscht. Aha, jetzt ich sehe diese Info, dass die Kernelports fehlen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also sehen Sie, wenn ich etwas zu schnell mache, dann mache ich Fehler. Dankeschön, das ist klar. Die iSCSI-Target sind die Networking ist natürlich gelöscht, also das wird nicht funktionieren, also ich kann mich wundern. Dankeschön, dass Sie jetzt bewusst sind und beobachten alles, okay? Also Add Networking, VMK Kernel, klar. Die können jetzt diese nächste Karte auswählen, okay, das ist richtig. Okay, lass uns jetzt IP-Adresse von unserer Initiator geben, also 192.168, klar, 10. Und ich habe immer so 7 verwendet, aber 251 wie ein Chart wird auch funktionieren. 255, 255, 255. Okay. Finish. Sehr gut, dann haben wir es. Und dann, wir dürfen die beide in ein Switch konfigurieren, aber wahrscheinlich sieht mehr einfach, wenn wir zwei Switches konfigurieren. Dann nehmen wir nächste Karte. Okay. Und 192.168. Dieses Mal 20. Und nehme ich auch 7.
2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Okay. Gut, jetzt haben wir die Initiatoren und wenn wir in Storage Adapters gehen, dann unsere Target ist jetzt endlich gefunden und dann in Manage Path, wir sollen checken, ob das, bei neue Konfiguration ist immer fixed, also Sie sollen jetzt das auf Randrobin ändern, trotz wenn Sie in wenn Sie verwenden diese Batch-File, dann diese Batch-File, okay, Cut, dann wir auch machen Randrobin in diese Batch-File. Also dann, wenn Sie es vergessen, dann wird das Randrobin automatisch konfiguriert. Wenn Sie möchten, nur auf bestimmte iSCSI Randrobin, dann können Sie auch kommentieren und nur über WebGUI konfigurieren, okay? Also das ist jetzt Randrobin Change, okay? Close. Und jetzt, wenn wir in Storage gehen, dann Add Storage da Disk. Okay, wir wählen unsere Disk 200 Giga. Next, wir sollen jetzt formatieren mit irgendwie neuen Namen, zum Beispiel iSCSI MPIO, okay. Dann erscheint unsere neue Data Store und dann wir dürfen schon gleich diese Data Store verwenden. Am einfachste Möglichkeit, dann werde ich zum Beispiel diese virtuelle Maschine, welche ist auf unserer Local Data Store verfügbar, können wir auf zweite kopieren. Also lass mich jetzt browsen. Zum Beispiel nehme ich diese virtuelle Maschine mit Copy. Und können wir also Paste hier machen. Dann, damit wird diese virtuelle Maschine zuerst kopiert und irgendwie noch kleine Demo, weil wir schon sind 30 Minuten nach Zeit. Okay, lass uns jetzt irgendwie einen kleinen Test starten. Okay, wir gehen unter Setup Failover. Und um Failover zu prüfen, ob alles richtig funktioniert, wir sollen manual Failover mindestens und dann Failback starten. Okay, manual Failover. Wir sollen auch, bevor das startet, alles nochmal prüfen, aber da haben wir schon alles richtig geprüft. Wir starten manual Failover. Erste geht in Suspended Mode und dann zweite Server wird gleich Sekundare aktiv, jetzt sehen wir, als Sekundare aktiv und wir gehen zum Checken, unsere Copying funktioniert weiter und in Zwischenzeit, da haben wir neue Daten auf zweiter Server jetzt, also wenn wir Sync Volumes starten, dann soll diese Mirroring Task irgendwie Inkonsistenz rausfinden und die Deltas, ich klicke jetzt drauf, Deltas ausgleichen. Okay, da lass uns jetzt checken. Diese Task ist noch stoppt. Okay. Da wird jetzt gleich gestartet. Und sehen wir, in Zwischenzeit hat das System 925 Megabyte kopiert und dann unsere mittlere Wert ist ungefähr 50 Megabyte pro Sekunde und es dauert noch ein paar Sekunden, jetzt ist konsistent, also das war ziemlich schnell und jetzt wir dürfen auch Aktivität wieder auf Primary umsehen, also auf Primary Server wir sehen, das ist ein Suspense Zustand jetzt und auf Secondary Server haben wir klar Secondary aktiv, okay, Secondary aktiv. Status ist degraded, klar, weil es ist nicht mehr redundant. Und jetzt, um das Cluster wieder redundant, okay, zu machen, machen wir Failback. Und damit wird die Aktivität von zweite auf erste umgezogen. Wir dürfen auch vielleicht zum Checken
auch manche Pings starten. Wir werden sehen, dass während Failback wahrscheinlich wird eine Störung, ein Ping, kurz und dann, wir haben gesehen, dass hier war eine Störung. Okay, beide sind wieder am Laufen, also wir können jetzt auch prüfen, das Primary Server ist schon Primary aktiv und Secondary Server ist jetzt klar Secondary passiv. Also wir haben unsere Cluster wieder in richtiger Zustand und unsere File ist weiter kopiert. Diese Copy ist ziemlich empfindlich, also wenn es etwas nicht in Ordnung mit Storage geht, dann wird natürlich ein Fehler kommen. Also meine Präsentation für heute ist schon eigentlich fertig. Lass uns jetzt checken, ob gibt es noch Fragen. Sehr gute Fortbildung. Sekunde. Und vielen Dank für Ihre Anstrengungen in Deutsch. Können Sie auch mir bitte den Download-Link zu dieses Webinar schicken? E-Mail-Adresse. Wunderbar, werde ich gerne schicken. Das war hochinteressant, Herr Back, dafür und insbesondere für die Überstunden. Wie vielen, vielen Dank und mache gerne wieder mit. Den Download-Link für dieses Seminar würde mich auch sehr interessieren. Bitte, so bitte schicken Sie einfach E-Mail-Adresse, die alle E-Mail-Adresse ich bekomme im Chat, werde ich das weiter schicken.